Ich begrüße euch total und recht herzlich. Ihr wisst genau, wen ich jetzt meine. An alle ehemaligen Auszubildenden. Ich begrüße euch total und recht herzlich. Ich mache dieses Video jetzt öffentlich, weil viele ja auch, die das jetzt durch Zufall sehen, plötzlich in die Welt der Arbeit übergehen und vorher Auszubildende waren. Die schöne Zeit ist vorbei. So. Ihr habt jetzt einen Vertrag von 40 Stunden die Woche. 40 Stunden die Woche, es ist hart. Euer Chef arbeitet 50 bis 90 Stunden. Vergesst das nicht, okay? So. Warum mache ich das Video? Das Video mache ich, weil jetzt auf einmal Auszubildende plötzlich viel Geld bekommen. Pow! Ja, viel Geld, ist so. Ihr habt eine Ausbildungsvergütung bekommen zwischen 500, 700 Euro, 900 Euro, je nach Berufsjahr. Und ich möchte euch allen mal erklären, wie meiner einer mal Chef, nicht weil er Chef wurde, sondern wie er überhaupt dasselbe war. Ein sogenannter Auszubildender. In meiner Zeit hießen wir Stifte, Lehrlinge, bla bla bla. Gut. Heute heißen wir alle Auszubildende. Punkt. So, wie meiner einer anfing, ein Stift zu sein, ein Lehrling zu sein, bekam er 50 D-Mark für ein bisschen mehr Leistung wie ihr. Denn wir mussten bis zu 60, 70 Stunden die Woche arbeiten in einem handwerklichen Beruf. War so. 50, 60er Jahre, 70er Jahre war das so. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war einmal eine Zeit, wo wir gearbeitet haben für sehr wenig Geld und war erstklassige Ausbildung bekommen haben. Und durch diese Ausbildung, durch das wenig Geld, was wir hatten, in einer Leistungsgesellschaft konnten wir wirklich gut überleben. Und wir haben ja auch geschafft, wir haben diese wirtschaftlichen Wunderjahre irgendwie auf irgendeine Art genossen. So. Nur zu meiner Zeit, wie gesagt, wenn man nachweisen konnte, dass man wirklich tatsächlich Geld bekam, auch als Auszubildende, darum geht's. Ich habe ja mit einigen jetzt, ich komme auch gleich auf den Punkt. Also, ihr seid jetzt herzlich willkommen in der Welt der Arbeit, 40-Stunden-Woche, das sind 160 im Monat. So, dafür kriegt ihr jetzt, einige von euch, 2150 Euro brutto. Ich gratuliere euch, 2150 brutto. Ja, und deswegen mache ich das Video. Ich meine, das ist ein Hammerpreis. Ja, ich habe euch gerade etwas erklärt, dass wir 50 D-Mark, 100 D-Mark und 150 D-Mark bekamen in der Lehrzeit. Und die Eltern davor ein bisschen weniger. Aber egal, bleiben wir mal am Teppich. Und wie wir dann Auszubildende beendet haben und wir waren dann plötzlich, bei uns nannte man das Geselle oder was weiß ich auch immer. So, also wir waren dann berufliche Teilnehmer und haben dann, wenn wir Glück hatten, 1250 D-Mark bekommen. So. So, circa 40 Jahre später ist man ausgeschieden aus der Welt der Arbeit mit 3690 Euro D-Mark. Brutto. So, wer das große Glück hatte, bei Krupp zu arbeiten oder bei Karstadt zu arbeiten, also jeder, der Glück hatte in der Welt der D-Mark, in der Welt der 50 bis 2000, also in den 50 Jahren D-Mark-Zeit, kann jeder nachrechnen. Ich erkläre jetzt das Video für die Jugendlichen, die mich gerade gefragt haben. Noch einmal, ihr bekommt 2150 Euro brutto. So, wenn ihr halt noch bei den Eltern lebt und die Eltern sagen, okay, kannst Geld behalten, also das, was überbleibt, freue ich mich, wenn du das Geld überhalten kannst und die Eltern sagen, komm, ist okay. Aber das Ding hat nicht aufgehört, deswegen mache ich das Video. Noch einmal, seid mir nicht böse, also an alle Jugendlichen, die jetzt wirklich tatsächlich bei den Eltern leben, es fängt nicht an durchzudrehen. Ich weiß, ihr wollt jetzt Führerschein, ihr wollt ein Auto, ihr wollt am Leben teilhaben, ihr wollt nur so, bleibt cool. Denn die Mieten sind explodiert, die Zusatzkosten sind explodiert. An alle Jugendlichen zwischen 18 und 25,
Wenn ihr mit euren Eltern gut klarkommt und wenn das ausreicht, was ihr habt und ihr auch eine Art Harmonie habt, also die Eltern sind zufrieden und du kannst auch zufrieden sein, weil das war in meiner Zeit nicht der Fall. Wir sind natürlich frühzeitig abgehauen, ging nicht anders, aber ist egal, war eine andere Zeit. Also noch einmal, bedenkt heute im Jahre 2021, anno knack, ihr habt 2150 Euro brutto. Die gönne ich euch und wie gesagt, davon wird alles abgezogen und obendrein habt ihr das große Glück noch, dass die Fahrtkosten übernommen werden. Noch mehr sozial geht nicht, okay? Ja, also die 1000 Euro haben, tun mir natürlich leid, ist klar. 1000 Euro ist ein bisschen wenig, aber die ich gerade genannt habe, noch einmal. Alles, was jetzt. Ich gratuliere in diesem Video allen Auszubildenden, die jetzt ausgebildet sind und ab 1. Juni Fachkräfte sind. Und ich bedanke mich total und recht herzlich, dass diese sich ausgesprochen haben, dort zu arbeiten als Fachkraft. So. So, das Geld muss aber erstmal reinkommen. Und deswegen soll euch scheißegal sein, wie der Chef das schafft, okay? Jeder, der jetzt in die Welt der Arbeit hineingeht, möge doch einfach vergessen, wie der Chef es schafft, euch die 2150 Euro brutto zu überweisen. Okay? In Ordnung. Also, ihr habt jetzt 1300 mehr wie vorher. Okay? In Ordnung. Dafür müsst ihr Leistung zeigen, habe ich gerade gesagt, 160 Stunden im Monat. Okay? Ihr kriegt auch Urlaub und so weiter. Und die Fahrtkosten. So, das ist. Dieses Video geht jetzt an die Leute, die mich gerade so eben hier gefragt haben. Noch einmal, wenn ihr in einem Kollektiv lebt, Mann, Frau, dann merkt ihr jetzt schon mal, was los ist, okay? Wenn ihr verheiratet seid, seht ihr das sowieso. Ja, an den Steuerklassen, da müsst ihr auch jonglieren. 3-3, wenn ihr Glück habt, 4-4, wenn ihr Glück habt. Und wenn ihr auseinanderlebt, zusammenlebt, 1-1. Okay, das ist der Steuerbeitrag. Ist halt so. Wie ihr euch dann nachher zurückholt, müsst ihr sehen, einen guten Steuerberater oder gut rechnen, holt ihr euch ein bisschen zurück. Okay? Ja, wie gesagt, ich mache dieses Video für diejenigen, welchen, die mich jetzt hier kontaktet und mich gefragt haben. Also, ich kann euch nur eins sagen. Es ist hart, wenn das Elternteil ein gewisses Alter hat und jetzt Hartz IV, da brauche ich nicht erklären. Dass die Eltern ein bisschen brummelig, ist klar, weil der Jugendliche 2150 und das wird jetzt verrechnet. Tschu, ja, ist so. So, da ist die Hartz IV-Geschichte. Ihr müsst Hartz IV so sehen wie eine Steuersache. Ja? Wenn ihr vom Herzen her, vom Kopf her, also Kopf und Herz, dann sagt ihr, okay, ich habe 2150 brutto, ich sage jetzt, ihr habt 1300 über und die Eltern kriegen 700. So, aber die Kosten. Die Kosten, gut. Was habe ich gerade gesagt? 1300, 700 macht 2000. Immer durch drei teilen. Immer durch drei teilen. So, der Löwenanteil sind die Kosten, Miete, blablabla, und dann bleibt was über. So, wenn ihr Glück habt, weil Hartz IV ist ja so ein Jonglier-Modus, muss man erstmal da raus. Du bringst jetzt Löwenanteil mit von 1300 netto bar Cash auf den Tisch und die Eltern haben immer noch ihre 700, macht also 2000. Die Eltern haben in der Ausbildungszeit von diesen 700 und deiner Ausbildungsvergütung knapp 500 Euro weniger gehabt. Und haben jongliert. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt kriegen die nämlich weniger, aber am Ende gleich. Ich gönne euch natürlich, allen zusammen gönne ich von ganzem Herzen 3000 Euro netto. Am liebsten 4000 Euro netto. Aber es geht leider nicht. So, also was passiert, kann ich euch sagen. Hartz IV ist nämlich ein großes Bollwerk, das liegt mir viel mehr am Herzen wie dieses Corona-Gedönse da, das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert der Mensch, wie er am Leben teilnimmt und wie er im Berufsleben teilnimmt, weil ich habe ja jeden Tag damit zu tun. So, bei den Rentnern genauso. So, Rentner, Ehepaar,
wird versteuert und hat dann das, was er hat. Und dann kommt der Faktor Grundsicherung, um den Rest zu managen. So, du als Jugendlicher bist jetzt die Grundsicherung, du bist jetzt das Steueramt, du bist jetzt das Sozialamt. Ja, bist du. Kommt auf dich an, wie sozial. Du bist, wenn du es nicht bist, dann bist du der brutale Staat, stehst auf und gehst. Und lässt die Eltern da im Stich. Na? Okay, die kriegen aber dann, weil du weggegangen, natürlich ein bisschen mehr. Hm? Ist klar. Weil die Eltern haben die ganze Zeit für dich nämlich gezahlt. Die ganzen Eltern haben für dich, weil du bekommst, abgezogen gelebt. Das ist so. Vergiss das bitte nicht. Jeder Jugendliche steuert natürlich einen Abzug bei, kein Gewinn. Jedes Kind ist im ersten Moment für die Eltern ein Gewinn wegen dem Kindergeld, was das Geld aber in Wirklichkeit dem Kind gehört und nicht den Eltern. Aber die Eltern sollen zum Gunsten des Kindes das Geld verwalten für die Schule und so weiter und so fort. So funktioniert unser System. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Wir haben ein total funktionales System, das einfach nur geil ist. Das sehen also die Leute, die hier zugereist kommen, die sehen plötzlich, dass du so bis zu 2.000, 3.000 Euro haben, weil sie mit 10 Kindern kommen aus Afghanistan oder aus Ghana. Ist ja egal, wo sie herkommen, aber hallo, ist so. Das ganze Kindergeld, dann die ganzen Zuschüsse. So, das ist ein Kollektiv. So, die sind es aber gewohnt. Ich spreche nämlich jetzt die europäischen Jugendlichen an, die das nicht gewohnt sind. Ja? Aus Ghana, wenn ich das sehe, die haben 3.000, ja. Ich muss manchmal schmunzeln, weil ich da so schreiben muss. Ja, ab sofort kriegen die Kinder jeder einen Huni. Das sind schon mal, ne, rechne mal aus, 1.000 Euro weg bei 10 Kindern. Und Papa Löwenanteil und Mama Löwenanteil, bla bla bla. Ne? Ja. Okay, wovon ich jetzt rede, der kommt wirklich aus Ghana, aber der ist in der Sicherheitsbranche und der kriegt schon Geld. So ist es nicht. Im Moment durch Corona, ist klar, lag ja alles im Argen. So, ich tue jetzt einfach mal so, Corona ist vorbei und jeder und du hast gerade deine Ausbildungszeit genossen und bist jetzt in der Welt der Arbeit. So, du bekommst 2150 Euro brutto, ich gehe mal tief runter auf 1300, damit wir schneller rechnen können, am liebsten 1500. So, wenn zwei Kinder 1500 macht 3000 plus das, was da ist, ist immer noch der Löwenanteil. Der Löwenanteil sind die Kosten. Strom, Miete, Spielerei, Telekom, du willst ja unbedingt surfen, du willst ja unbedingt daran teilhaben, du willst ja YouTube sehen, ne? So. So, du hast 1000 Euro Kosten. 1000 Euro Kosten. Davon wird das vermindert, weil du ja mehr hast. Du bist ja jetzt die Sozialstation. So, es bleibt am Ende, bleibt cool, Leute. Bleibt cool. Es bleibt immer dasselbe. Egal, was ihr macht. Ja? Die sogenannten Milchmädchenrechnungen und die sogenannten Hartz-IV-Gedöne da, was weiß ich, es ist ja nur ein reines Blendwerk. Wenn ihr alle mal die Blende wegnimmt und einfach nur seht, was wirklich ist. Was wirklich ist, ist das, was ihr habt. So, du hast 1300, die beiden zusammen haben 700, macht 2000. So, du möchtest gerne die 1300 behalten, das geht aber nicht, weil du ja in dem System immer noch bist. Du hast vorher die Hälfte gebracht und jetzt bringst du die Hälfte nochmal da drauf. Das kann sein, dass es da nämlich auch weniger wird, weil wenn die nämlich einen Schein einreichen als Hartz IV, wird dein als Rechtsgrundlage, Bemessungsgrundlage hinzu und dann wird das da weniger. Am Ende ist immer alles gleich. So, deswegen spricht man vom Gleichheitsgrundsatz. Wir sind alle gleich. Und dieser Gleichheitsgrundsatz befindet sich auch in dem Rechnungsgrundsatz, wie man Rechnungen macht, damit alle gleich sind. Nur sehen tun wir es nicht und beigebracht bekommen wir es auch nicht. Alles aber so. Ich gönne jedem von Herzen mindestens 10.000 im Monat, macht damit, was er wollt. Aber es geht leider nicht. So, im untersten Bereich, muss ich einfach so mal sagen, im untersten Bereich, im untersten Segment muss man damit leben. Und zwar muss man damit leben, was man bekommt. Und als Jugendlicher ist mir aufgefallen, dass da doch einige ausklingen. So, bei uns hieß das ja Lehrling oder Stift, dann Geselle und so weiter. Also wir hatten eine andere Aussprache. Heute sind wir ja alle Arbeitnehmer und jugendliche Arbeitnehmer, heranwachsende Arbeitnehmer, erwachsene Arbeitnehmer. Und ja, in meiner Welt, wir heißen Arbeitgeber. Okay? Wir geben. So, wir geben. Ihr nehmt alle, ihr nehmt ja auch das Video. Ich habe das Video gegeben,
Ich habe das Video erstellt, ich habe das Video auf den Weg gebracht. Und so ist es als Arbeitgeber. Der Arbeitgeber gibt und die Bemessungsgrundlage und die Satzgrundlage und die Gleichheitsgrundlage ist so eine Sache. Ja. Ich habe viele Gespräche gehabt von Kollegen, Arbeitgeber, die dann auch sagten, du weißt ja, gebe ich dem einen den Schlüssel, hat der den Schlüssel der Macht, weil er ist derjenige, der die Tür aufmacht. So, und ist doch klar, dass alle sich um den da tummeln, um schneller durch die Tür zu kommen, schnellere Öffnung oder schnellere Schließung zu bekommen. Also ist dieser plötzlich von jetzt auf gleich, weil er der Schlüsselträger ist, die Macht. So einfach geht das. So, hier ist was vorgefallen. Ich mache nämlich jetzt einen Schnitt. Ihr wisst Bescheid. Geht auf eure Eltern zu. Ihr bringt Geld mit. Teilt durch 3, teilt durch 2. Und gut ist. Ich habe hier jetzt reichlich viel erklärt. Deswegen mache ich jetzt das Video. Ich habe euch viel erklärt. Es reicht. Ne? Okay. Ich höre mir das jetzt auch nicht an, ich höre mir das gleich an. Ne? Ich gebe da noch eine Antwort zu und dann ist die Sache vom Tisch. Ich hätte nie gedacht, ich meine in der Lehrlingszeit oder Ausbildungszeit gab es keinen Stress. Zweimal in der Woche Schule, Freizeit, Urlaub, Krankenschein. Das war eure Welt und jetzt seid ihr herzlich willkommen als Arbeitnehmer. Und als Arbeitnehmer habt ihr leider eine 5-Tage-Woche und 40 Stunden. Und das sind also 200 Stunden circa mit Überstunden im Monat. Tut mir leid. So, noch einmal, wir sind fast 400 Stunden am Arbeiten, weil wir fast in der Woche 100 Stunden. Denn das hier, was ich jetzt hier mache, ist auch Arbeit. Gleich baue ich hier auf und habe wieder Arbeit. Das heißt also, ich habe eine 7-Tage-Woche diese Woche und man kann das jetzt sehen, wie man sehen möchte. Darauf, also dieses Video ist halt ein Versuch, etwas zu erklären. Wir sind in einer Zeit geraten, wo alles ein bisschen strubbelig ist, weil gar keiner mehr Zeit hat, in Ruhe zu denken, weil keiner mehr Zeit hat, in Ruhe nachzudenken. Alles ist im Fluss, im Digitalfluss. Jeder soll so einen Teil demnächst haben, ob ich es kann oder nicht. Deswegen mache ich heute so ein Video, erstmal, weil ich mich wirklich freue, dass ihr bestanden habt, dass ich mich wirklich freue, dass es euch gut geht und es freut mich so sehr, dass ihr an der Arbeit teilhaben könnt. Ja, ich freue mich, dass es Geld kostet, ist okay, kann ich nicht ändern. Na? Gute Leute soll man behalten, gute Leute sollte man nicht feuern. So. Ich kann leider nichts dafür, dass es nicht so viele soziale Chefs gibt. Tut mir leid. Es gibt viele Geschäftsführer und Geschäftsinhaber, die mehr an sich denken, wie an die Leute, die um sie herum. Man soll ja auch, tut mir leid, keine irgendwelche Bindungen eingehen. Ja, es ist, es bleibt Distanz. Okay? Distanz. An alle Zuschauer, wir werden niemals Freunde werden. Wir werden immer Distanz. Okay? So, wie gesagt, Distanz, auch wenn ich hier Freundschaften bestätige. Ich bestätige Freundschaften, habe ich auch gar nichts gegen. Ja. So, ich kann das auch nicht mehr sehen und hören. Wohnungen teurer geworden, in dem Teil ist teurer geworden. War hier, ich zahle auch 100 Euro mehr. Okay, noch einmal. Wir haben eine dreigeteilte Wirtschaft. Wir haben eine dreigeteilte Menschheit. Wir haben eine Dreiteiligkeit. Wir haben immer drei Teile zu tragen. Einmal Teil für die Kosten, ein Teil für unnützen Kram und ein Teil für sich. Weil meistens auch in das Unnütze geht. Einer kauft eine Kamera, noch eine Kamera, noch eine Kamera. Computer, noch ein Computer. Oder noch ein Phone, oder noch ein Phone. Okay, das ist jetzt wichtig, weil da habe ich nämlich gefragt, ja, klasse. So, denn diese Dame, die jetzt hier gerade ist 73 und ist gerade gespritzt worden und ihr ging es nach der Spritze gestern nicht gut. So, noch einmal,
Wir werden zum ersten Mal wirklich tatsächlich von aller Welt irgendwie auf irgendeine Art geblendet. Und zwar nicht nur unsere Jugendlichen, die plötzlich aus ihrer Ausbildungszeit in die Bildungszeit übergegangen sind. Jetzt können sie sich ja weiterbilden. Sie haben einen Grundstock. Darum geht's. Wichtig ist, dass jeder Mensch einen Grundstock hat. Ist es egal, ob er ein Maurer, ein Zimmermann, egal was er ist, Hauptsache ein Grundstock, okay? Und wenn er eine Bildung hat, das ist viel, für mich viel wichtiger, wenn er eine Bildung hat, die sich aufbauen lässt und die nicht anfängt zu querieren, also durcheinander zu werden. Also einen Bildungsgrad, der auf sich basiert und die Bildung wirklich trägt, ja? Und wenn man einen gewissen Bildungsgrad hat und ein gewisses Taschengeld hat, weil, wenn wir ehrlich sind, wir haben alle nur Taschengeld, weil egal was du verdienst, ich habe hier 1,5 Millionen, ich habe da 3,5 Millionen, ja, so schwer sind die und die haben genauso einen Ärger wie jetzt du mit deinen 2150 Euro brutto. Also, ja, so, ich habe den gefragt, seine 1,5 Millionen hat er nur noch 375.000, weil das so ist, wie es ist. Ja, okay, 72, in Ordnung. Er mit seinen 3,5 Millionen, der hat noch 2 Millionen. Der hat es geschickt gemacht, okay, der ist 50. Dann habe ich Normalverdiener um mich herum, die so circa 100.000 im Jahr haben. Und Normalverdiener, 100.000 im Jahr, ich weiß. Okay. Rechne aus, was du hast. Ja? 2,1 mal 12, hm? Hast du bald mit allen Schickerias auch 50.000 im Jahr. Brutto, okay, brutto. Ist ja klar. So, dieses Video ist an alle, erstmal Dankeschön für diejenigen, die wissen, worum es geht. Und für alle anderen, die durch Zufall dieses Video sehen, kommt nicht in Staunen dessen, was ich euch jetzt sage. Das hat natürlich einen Sinn, was ich sage. Es geht um Geld. Ich bin jetzt auf dieses Video gekommen, weil wir diese Art von Pandemie haben. Ich das Gesetz 60 Seiten durchgelesen. 60 Seiten, neues Gesetz. Erschaffen nämlich im Juli 2000 und vollendet im Jahre 2021. So, am 19.06. Wurde das nämlich nochmal umformiert, 2020, und zwar mit einem Passus 28 ABC 28, und der haut rein. Der war vorher nicht vorgesehen. Denn im Jahre 22.07.2000 war noch ein Passus, und der in 2 wurde weggenommen. Könnt ihr alles nachlesen, Bundesanzeiger und so weiter und so fort. So, jeder, der Ahnung hat, jeder, der gebildet ist und jeder, der wirklich tatsächlich merkt, es ist einfach. Das Leben ist komplett einfach, immer durch drei Teilen. Ja, irgendeinen Kostenfaktor, immer einen Faktor, den man da haben möchte. Nur diejenigen, welche, die immer alleine bleiben, die für sich sind, haben trotzdem ihre Kosten zu tragen, wenn sie merken, meistens auch durch zwei. Steuerlastigkeit, Zusatz, Vermieter und wie die alle so heißen. Also immer durch drei. Du bist der Kern des Ganzen und hast immer zwei, die mitlaufen. Den Heiligen Geist von mir aus und noch da, wo du bist. Okay? So, und wenn du der Meinung bist, machst nicht mit, ist okay, dann bleibst du bescheiden. Wenn ihr bescheiden seid mit 2150 brutto, tschum, in Ordnung. Irgendwann habt ihr mal so einen Batzen da. Ich hatte nämlich, deswegen mache ich dieses Video. Ich musste schmunzeln. Also, hier waren 150.000 Euro, weil jemand bescheiden war. Und irgendwann hat man sein Alter. Und dann hört es plötzlich auf, mit bescheiden zu sein. Und dann fängt man an zu leben. So heißt das. Ich will jetzt leben. Ja, jetzt ist Hartz IV. Ja, ist so. Aber man hat gelebt mit 150.000 Euro. War eine Menge Geld. Aber sieht auch geil aus. Gegönnt. So, aber wie gesagt, nichts mehr da, es ist weg. Jetzt hat es hier. Ding. Das ist jetzt kein Scherz. Ich habe nämlich jetzt viele aus der Hotelbranche, die bescheiden gelebt haben und natürlich einen riesen Puffer Geld haben. Wie ich gerade sagte, zwischen 150 bis 250.000 innerhalb von 30, 40 Jahren Arbeit. So, sind aber, die sind, denen ist es gegönnt, Ü60, die können damit arbeiten, die haben da nicht so ein,
so ein Ärger. Die stehen jetzt zwar da vor, soll ich anmelden, soll ich nicht anmelden, oder sie leben halt davon, bis sie dann die Rente kriegen. Also was möchte ich mit die, ich möchte mit diesem Video einfach nur etwas erklären. Wir alle, die im untersten Segment leben, egal wie du da lebst, du gibst, du bist der Geber. Werdet doch mal wach, bitte, bitte, werdet doch mal alle wach. Ihr gebt, jeder Einzelne von euch gibt, scheißegal, ob du 2150 Euro brutto bekommst, okay? Ich spreche jetzt die Auszubildenden an, die mir Fragen gestellt haben, wegen den Eltern, weil die ja jetzt Hartz IV. Und noch einmal, wenn euch die Eltern es gönnen, lebt damit. Ich persönlich gönne es euch, weil ich habe mein Leben gelebt und ich habe euch etwas erklärt, 50 Mark, 100 Mark, 150 Mark in meiner Ausbildungszeit und ich habe mehr als 200 Stunden gearbeitet. Egal. Und als Geschäftsführung und Firmenführung, Leute, die da so tun, als hätten sie, meine lieben Freunde, da läuft alles nicht koscher. So die normalen, wirklich normalen. Und die halt ziemlich ruhig gelebt oder durch Zufall noch was dabei bekommen, die leben halt ein bisschen besser. Es geht ja eh nur noch um Suggestion. Deswegen mache ich dieses Video. Video ist ja auch eine Suggestion. Ich weiß nicht, wer das jetzt gesehen hat. Ich weiß auch nicht, ob irgendeiner das jetzt verstanden hat, was ich versucht habe, auf den Weg zu geben. Ich bin wirklich tatsächlich am Kern dran. Ich habe mir wirklich alles angesehen. Ja? So, die, die richtig Geld haben, haben nämlich eines nicht. Macht. So. Da gibt es einen, der hat einen Privatclub. Ein satanischer Privatclub mit Geld. Hat auch eine Robe an und all so ein Scheiß. Ich nenne jetzt aus Sicherheitsgründen keine Namen. Ihr könnt ihr selber vorstellen. So, das ist wirklich ein Club. In diesem Club sind 17 davon 3-4 Milliardäre, der Rest Millionäre und Politiker. Verdammt viele Politiker. Auch eine gewisse Politikerin, die nichts im Kopf hat, aber Kanzlerin werden möchte. So, die andere hat was im Kopf, die ist nur ein bisschen verklärt und hat ihr Alter. Es ist nicht einfach, ordentliche Videos zu machen, um ordentlich auf den Kern zu kommen, weil ich persönlich, mir ist alles scheißegal, weil ich gelebt habe und immer noch lebe, nur nicht weiß, wie lang. So, und dass das da mein Beruf ist, nutze ich auch meinen Beruf und arbeite mit dieser Kamera. Nicht mit dieser, egal, mit dieser heute. Und ich sehe ja, in der Welt der Medien war immer ohne Brot. Ja, nur Applaus. Applaus. Und wenn du Glück hattest, hattest du einen Mäzen. Einer, der dir Geld gab, der dir die Chance gab und so weiter und so fort. So entsteht die Welt der Kunst, Medien und so weiter. Ich hatte viele, ich komme nämlich drauf, weil diesen Film habe ich mir angesehen hier. Der kam gestern raus, dann wisst ihr auch, wann ich das Video gemacht habe. Iron Mask. Ja, Iron Mask. Ich meine, ich finde es wieder wirklich stark. Also der Film heißt Iron Mask, ne? Die eiserne Maske. So. Und jetzt kommt's. Weder Jackie Chan hat irgendwas mit dieser eisernen Maske zu tun. Weder noch Arnold Schwarzenegger, ja, hat mit dieser Maske zu tun. Weder diese Hexe, die ein Double, ich will nicht allzu viel, aber ich sag jetzt einfach mal, diese Hexe, die das Ganze an sich als Kernaussage, ja, warum er im Kerker? Das er Kerkermeister, das ist halt, weil er ein britischer Offizier. Und dieser Herr hier ist derjenige, welche, der so am Rande an sich auch die Hauptfigur spielte. Ja, und die anderen, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Also es ist eine Empfehlung, dieser Film hier, Iron Mask. Solltet ihr in Ruhe gucken. Es sind sehr gute Schauspieler bei. Sehr seriös gedreht. Hat einen Einschlafcharakter, ja, kommt auf euer persönliches Empfinden an. Das ist jetzt nicht aus dem Kontext gerissen, weil ich ja mit etwas ganz anderem angefangen habe.
Denn das hat was damit zu tun, weil die Auszubildenden jetzt ab 1. Juni und so weiter und dieser Film hier gerade auch frisch erschienen und wir ja nun mal in der Welt der Medien arbeiten. So, an alle, ich weiß nicht, wann wir wirklich tatsächlich wieder ordentlich drehen können. Ich bedanke mich total und recht herzlich für die Aufträge. Ich bedanke mich total und recht herzlich für dessen, was ich jetzt hier gleich zu tun habe. Und seid mir nicht böse, ich habe mir die Zeit genommen, bin sehr früh aufgestanden, um das heute alles zu machen. So, hier wird gleich die Arbeit aufgebaut, hier geht es gleich richtig zur Sache, mindestens 12, 13, sogar 14 Stunden Film. Gut, machen wir. Dann muss das noch bearbeitet werden, also wir sind circa 20 Stunden beschäftigt. Gut, das da weiß ich nicht, wie lange das geworden ist, soll mir auch egal sein und ich weiß auch nicht, wer zuschaut. Ich hoffe, dass ihr die ersten 2, 3, 4 Minuten genossen habt. Die restlichen Minuten ist für diejenigen, welche die wirklich Lust hatten, sich das hier anzuschauen. Ich hatte irgendwas zu sagen, habt ihr gemerkt. Und ja, ich mache jetzt sozusagen einen Mai-Abschluss. Das ist mein Mai-Abschluss-Video. Ich habe gerade in den wenigen Minuten, wo ich mich vor die Kamera niedergesetzt, so viel erfahren. Ja, ich habe eingekauft ziemlich früh und dann sind die Leute ja sowieso alles ein bisschen frisch. Ne? Um 7.45 Uhr sind die Menschen alle noch top drauf, weil um 7 Uhr macht der Lebensmittelladen auf. So. Und wenn man da so seine Obolus auf die Theke gelegt und dafür dann gut eingekauft, waren so circa 35 Kilo, die man dann heimgeschleppt hat und dann beigefügt in die Regale. Und dann versucht daraus ein tolles Wochenende, Menü und so weiter und Obst und so weiter zu generieren. So, dieses Video ist das Video über das Leben. Das Leben mit Corona, unter Corona, mit Corona und so weiter. Also, ich als Kerngesunder, ich bin nur noch ein Gesunder, weil das Kern ist leider weg. 10,2, 9,5 Diabetes ist schon eine blöde Diagnose. Dann das Alter, dann die Gebrechlichkeit, die dazukommen, bedingt durch das Alter, ergibt auch eine Summe und da kommen wir in den Kern. Ich sehe euch alle, ich sehe euch alle, ja? Ob das dieser Reception ist, ja? Ob das die Ärzte sind und vor allen Dingen die Besucher. Hallo Besucher, ich rede jetzt mit euch. Ja? Ihr nervt mich, indem ihr da 10 Stunden mehr einen von Corona erzählt. Meine lieben Freunde, die Woche hat 7 Tage und ich muss mir 7 Tage nicht das Wort Corona ständig anhören. Ja? Boah, ey, 10 Stunden Corona, ey, das nervt. Ja? An alle Demonstranten und an alle Nörgler und Fantasten, geht da mal in euch. Es gibt nur die drei Möglichkeiten, ihr seid nicht oder ihr tut es. Und dann seid ihr auch wieder irgendetwas. Ihr müsst euch entscheiden, zu leben, den Gleichheitsgrundsatz, dem jeden gehört, auch wirklich tatsächlich umzusetzen. Wir sind alle gleich. So. Wenn irgendeiner euch was erzählt über eine Infektion, eine Nicht-Infektion, es gibt immer einen, so wie mich, der nicht infiziert ist. So, das ist nachgewiesen, ich habe 8 Seiten. Mein Blut ist in Ordnung, mein Charakter ist in Ordnung, mein Verstand ist in Ordnung. Meine Augen sind in Ordnung, ich kann euch sehen. So, ich bin in Ordnung, also bin ich langweilig, weil ich ja nicht zu euch gehöre. Ich gehöre nicht zu den Querulanten, Querdenkern und Interessanten. Ich gehöre auch nicht zu denen, die so, oh Mann, so viel Geld haben, aber keine Macht. Jetzt wollen sie Macht haben. Oh. So, die, oh, die haben Macht. Wow. Alle wollen Macht haben, merkt ihr das? So, die hier haben wirklich, was die an Geld haben. Aber egal, ich habe euch schon mal gesagt, ich gehöre dazu. Also, die haben sehr viel Geld. Die haben wirklich sehr viel Geld. Und eins haben sie nicht, Macht. Mir ist doch scheißegal, ob die Geld haben. Mir ist auch scheißegal, ob die quer sind oder nicht. So, weil ich bin. Punkt. Ich kann mich entscheiden. Werden Querkopf oder werden Milliardär. Kann mich entscheiden. Aber ich bin ein Neutraler. Und jetzt, und deswegen habe ich das Video gemacht. Ich habe das Video gemacht, weil ich als Neutraler jetzt der Arsch bin. Bin der Arsch der Nation. Ich spreche jetzt so, weil ich in Wirklichkeit die meine, die genau wissen, was ich meine, nämlich die Gesunden. Die nachweislich Gesunden, die sich wirklich auf Herz und Nieren getestet haben,
die sie wirklich alles über sich haben ergehen lassen, die wirklich einen Check-up gemacht haben, einen Blut-Check-up und alles wissen, so wie ich jetzt. Diabetes, Herz hat 20% Pumpleistung, ich kann mir also nicht allzu viel erlauben. Und Unterschrift, null Corona, null Infekt. Ah, null Grippe-Infekt, null Angreifer. Oh, was mache ich jetzt? Der Arzt guckt mir an, ja, was mache ich jetzt? Ich bin nicht infiziert, ich habe keinen Infekt, ich habe nur einen normalen Körper, der normal durch das Alter, durch die Leistung und durch den Exzess, den ich durchgeführt habe, zu dem gekommen ist, den Nenner, dass ich Diabetes habe und 20% Herzleistung, also Pumpleistung. Ja, das nennt man Nenner. Wir alle müssen, deswegen mache ich das Video jetzt zu Ende, aber ich war gerade so euphorisch, weil ich mich wirklich gefreut habe, auch die Auszubildenden, die ihre Prüfung geschafft haben, die jetzt wirklich tatsächlich auch arbeiten und Leistung bringen. Wie lange, weiß ich nicht, aber das war so euphorisch, weil man freut sich. Man freut sich, dass ein junger Mensch jetzt in die Welt der Tretmühle. Junge Menschen merken das gar nicht. Und ich bin auch deswegen so euphorisch und auch deswegen habe ich auch das Video gemacht, weil ich gestern 12-jährige Kunden hatte, die verdammt witzig drauf waren und verdammt gebildet. 12 Jahre, Schüler. Ich lasse mich nicht impfen, Finger an. Ja, so ich, das entscheidet ja leider Mama, Papa. Ja, nee, nee, das lasse ich nicht zu. Sie duzten mich auch. Ich wusste gar nicht, wie oft ich sie schon als Kunde hatte. Weißt du noch, wie ich auch kleiner war? So? Ach so, na, ich kann das nicht alles merken, weil ich zu viel Kunden habe. Jedenfalls habe ich die Jugendlichen oder die Kinder schon vom Babyalter an fotografiert und fertig gemacht. Und jetzt standen sie halt als 12-Jährige vor mir und brauchten halt neue Ausweisbilder. Und da kam er halt ins Gespräch wegen dieser Filtertüte vorm Mund. Da hat er auch gesagt, also, weißt du, ich war auf dem Markt und hatte die Tüte hier. Ich wusste ja, wovon der spricht. Ne? Da war eine ältere Dame dann und die sagte zu mir, das muss aber richtig aufsetzen. Da habe ich die Frau angeguckt und habe das dann so aufgesetzt. Er wollte mir einfach nur demonstrativ irgendwas mitteilen, dass er, also wie gesagt, bei mir hat er sie getragen. Mir war danach auch egal, weil ich ja alle Vorrichtungen habe. Wir sind ja auch immer distanziert, mehr als 1,50. Und dann habe ich mir das, wie gesagt, angehört. Der durfte also machen, was er wollte und war auch vollkommen in Ordnung. Aber 12 Jahre und hat sich so ein bisschen gegeben wie einer, umgedreht, 21 Jahre. Ja? Und war also auf eine Art vernünftiger wie der, mit dem ich sonst rede, 21 Jahre, war der mit 12 Jahren mehr unterwegs, besser unterwegs und hat viel bessere Argumentation drauf gehabt. Hut ab. Ich hoffe, er bleibt so und ich hoffe, er kommt damit klar. Worauf ich hinaus wollte, ist, die kamen irgendwie auf die Brille. Ich muss ja leider Brille tragen, weil ich hier nichts sehe. Aber auch mein Alter, okay. Da haben wir auch darüber philosophiert, weil ich die erstmal bekommen habe. Und ich habe wirklich tatsächlich eine Brille bekommen, weil auch ich immer so in diesem Abstand vor einem Bildschirm. Seit 1989 vor so einem Bildschirm. 1989 bis 1999 nicht so oft, nicht so viel, weil das nicht mein Beruf war, sondern Hobby. Ja? So, und so in den 90ern ging das mehr in Beruf und deswegen immer mehr. Und irgendwann merkte ich, wie ich da vor dieser vor dem Computer immer gesessen, dass mein Augenlicht doch weniger wurde. Und dann hat sich mein Arzt gefreut. Endlich habe ich dich, endlich habe ich dich. Gut. Dann trage ich halt seit meinem 50. Lebensjahr eine sogenannte Lesebrille. Ich brauche immer noch keine Brille. Ich habe irgendwie noch Glück. Ich sehe alles wirklich wunderbar, alles spitzenmäßig. Nur hier vorne nicht. Hier vorne ist alles... Das heißt also, ich könnte euch das gar nicht erklären, weil ich das gar nicht sehen würde. Ne? So. Und mein Kollege, der ist noch schlimmer dran. Er muss die Brille abmachen und muss dann so gucken. Ne? Wow. Der ist also noch schlimmer dran. Ja, ist halt so. Worauf will ich die ganze Zeit? Ihr merkt schon, ich springe gerade. Ich springe, dieses Corona nervt. Ja, diese Lüge nervt. Das nervt alles. Das nervt alles ein bisschen. Ja.
Die Corona-Gegner und so, das sind jetzt mittlerweile Politiker, ja? Die nennen sich nämlich jetzt die Basis. Dann habe ich den Leuten erklärt, guck mal, jetzt wollt ihr in die Politik. Und wenn ihr in der Politik seid, dann schaut doch mal, wer da, wer da plötzlich ist und wer dann plötzlich Geld verdient. Die haben doch schon Geld. Der eine war mal ein hohes Tier, der andere fühlt sich als hohes Tier, ja? Und die anderen haben alle gut einkommende Berufe. Und die sind jetzt die Basis. So, wenn die jetzt in der Basis in die Politik eingewählt werden ab September, gebe ich euch das schriftlich, mündlich und jetzt hier in diesem Videobeitrag, dass sie sich genauso verändern werden wie die, die drin sind. Weil die Grünen waren auch mal merkwürdig, waren ganz merkwürdige und sind heute genau dasselbe wie die anderen, die schon immer waren, wie sie waren. CDU, CSU, FDP. Die drei sowieso und die SPD, naja. So, ich habe jetzt lang genug ein Video gemacht. Ich habe auch lang genug darüber gesprochen, weil ich will jetzt weiterarbeiten hier. Und ich habe dieses Video, gebe ich auch ehrlich zu, extra so lang gemacht und extra gemacht, weil hier gleich eine Arbeit aufgebaut wird, die mich wirklich eine Zeit lang begleiten wird. Und dass das Maschinen sind und die Maschinen müssen nur eingestellt werden und dann ist meine Arbeit zu Ende. Und ich muss halt nur darauf achten, dass die Maschinen gut arbeiten, miteinander kommunizieren und dann läuft die Sache. Mein Part kommt später auf der sogenannten Timeline, daraus einen Film zu machen. Ja, das ist das Beruf eines Cutters in der heutigen Zeit. Damals als Cutter hatte ich das und dann klack, klack, da hätte ich gar keine Zeit dafür gab. Versteht ihr? Also, digital ist zum ersten Mal für einer, der analog arbeitet, genau das Richtige, um seine analoge Arbeit, da die zwar analog arbeitet, aber nachher digital ist, hat er nachher Zeit, in seiner digitalen Umwelt zu arbeiten und die Analogie zum digital machen, ne? Jemand hat jetzt analog getippt und hat mir digital das zugänglich gemacht. Und ich kann euch jetzt sagen, was er mir zu all die Lidl DM, Wirbel um Corona-Tests, unglaubliche Entwicklungen. Ne? Oder ich sage jetzt die Namen jetzt nicht. Okay. Erdbeben in Sachsen-Anhalt. Ja, in Sachsen-Anhalt war ein Erdbeben. Oh, schade. Hoffentlich 6,5. Dann gibt es kein Sachsen-Anhalt mehr. Böse, böse. Okay, also habt ihr gerade gemerkt, das war jetzt eine Analogie. Ich schnapp mir die Analogie und dann bin ich in der Welt digital und ihr habt es auch gesehen. Die Maschine steht da, nennt sich Kamera, hat alles aufgezeichnet, was ich reingebabbelt habe und ihr wart jetzt die Zuschauer. Ich habe euch etwas von eurer Zeit genommen, analogen Zeit. Wie ihr das jetzt genossen habt, dieses Video, weiß ich nicht. Jeder kann dieses Video genießen, wie er es möchte. Er kann es zerreißen, erweitern oder sagen, jo, er hat recht oder er hat kein Recht. Punkt, mehr geht nicht. Und ich hätte einfach nur Lust. Ich habe mich so gefreut, dass die Auszubildenden das geschafft haben. Das ist nämlich klasse. Das ist klasse. Und jetzt sind sie Arbeitnehmer und ich gönne ihnen, wie gesagt, die 2150 Euro brutto. Und wenn ich so drüber nachdenke, dass ich mit 50 D-Mark, 100 D-Mark, 150 D-Mark als Auszubildende und gar nicht Auszubildender hieß, sondern Stiftlehrling oder keine Ahnung. Es war halt so. Und das ist keine Verbitterung. Ihr merkt ja, ich freue mich. Ich bin ja nicht verbittert. Ich meine, ich finde es cool. Ja? Ich bin nur an einem Punkt angekommen, wo ich mich frage, hey Leute, habt ihr irgendwas verloren? Habt ihr euch verloren oder habt ihr die Analogie verloren? Die Analogie ist doch, sich auch für einen anderen zu freuen, ja, und ihm das zu gönnen. Und ja, wenn die Normalität einkommt, dass man dann wieder, so, dass ich das jetzt festgehalten habe für die Ewigkeit, die auch relativ ist, und die dann so gestaltet, wie ich sie jetzt gestaltet, damit ihr was zu sehen habt und vielleicht verstanden habt, was ich euch versucht habe auf den Weg zu bringen. Dass wir momentan in einer knallharten Dreiteiligkeit sind. Wir sind normal, unnormal, total unnormal. Und beide zusammen sind normal. Unnormal,
total unnormal sind normal. Schwerreich, reich oder wollen an dem Reichtum kratzen. Das sind die beiden. Wir haben, was wir haben. Und wir sind auch das, was wir sind. Und die beiden hier machen uns fertig. Ist so. Und ihr Zuschauer macht es auch. Das heißt also, wir haben sogar eine Mehrlastigkeit. Erstens haben wir das Video erstellt. Wir haben es zur Verfügung gestellt. Wir haben es in die Öffentlichkeit getragen. Und die Menschen haben darauf reagiert. So ist die Welt der Kunst. Und anhand der Reaktionen sieht man, ob man erreicht hat, was man erreichen wollte. So müsst ihr das Ganze sehen. Das Leben ist so einfach, nimm es hin oder lass es sein. Ja. Oder lass dich tragen. Seht ihr? Immer drei. Lass dich tragen, nimm es hin oder nimm es nicht hin. Das ist das Leben. Willkommen im Film, willkommen in der Fantasie und herzlich willkommen in der Welt der Arbeit. Ihr seid jetzt die neuen Arbeitskräfte, 40-Stunden-Woche für 2.150 Euro. Macht das Beste raus. Dass ich dieses Video gemacht habe, habe ich nur deswegen gemacht für diejenigen, welchen, die mir auf elektronischen Wege heute den ganzen Tag gefragt haben, wie gehe ich mit dem Geld um. Noch einmal, wenn ihr in einem Kollektiv seid, bitte durch drei Teilen, ja, Eltern, die halt jetzt Hartz IV sind, aus welchem Grund auch immer, du als Arbeitnehmer, der jetzt das Geld bringt und bei den Eltern leben möchte, auch wenn ihr 20, 21 Jahre alt seid, dann ist das so. Okay? Und wenn ihr in ein sogenanntes eigenständiges Schlaraffenland gehen möchtet, dürft ihr es machen, aber bedenkt, dass ihr auch da nicht allzu viel Geld über habt. Die Wohnung wird immer teurer. Euer Hobby, Auto und Konsorten, wird auch immer teurer. Und jetzt kommt's. Lasst euch bitte, auch wenn ihr 2.150 Euro habt, nicht verleiten, durch die Bank euch Kredite zu geben. Seid vorsichtig, okay? Mit viel Bescheidenheit kommt ihr weiter. Gut, in meiner Zeit ging es nicht anders. Wir mussten mit Kredite leben. Wir haben mit Kredite gelebt. Und wenn man das große Glück hat, der Partner, egal wie er aussieht, hat dasselbe, kommt man gut klar, wenn ihr versteht. So, wenn ihr alleine seid, denkt bitte drüber nach. Verprasst das Geld nicht einfach so. Und wie gesagt, ich bin hochgradig irritiert, weil ich mir wirklich Zeit genommen habe, euch zuzuhören und die Herrschaften mal wirklich durchleuchtet habe. Ist mir aufgefallen, dass wir zwar eine Corona-Zeit haben, seit 2 Jahren, sage ich jetzt mal, ja, ich weiß, 14 Monate. So, in den 14 Monaten, bleiben wir mal, bevor ihr euch wieder aufregt, in den 14 Monaten müsst ihr diese Corona-Zeit mal bemessen. So, die haben Geld bekommen, ne? Die haben Geld bekommen. Die haben fast ein Jahr zu. Fast 12 Monate zu. Und die tun mir so leid. Ja, die 12 Monate zu haben, habe ich mir gestern angesehen. Ja, wir hatten heute eine Besprechung. Wir sind alle gefeuert. Tja, ich meine, sie hat es noch mit Humor genommen, vor laufender Kamera, dass sie plötzlich gefeuert. So, okay, ja, die Alte, aber trotzdem. Ich drücke ihr die Daumen. Ich habe ja jeden Tag damit zu tun. Ich habe auch gestern, was war das, 14 Bewerbungen für einen Arzt fertig gemacht, einen jungen Arzt. Und dem drücke ich auch die Daumen, dass das Geld gekostet hat, ist klar. Aber ich muss das Geld ja auch weitergeben, ne? Steuern und so weiter. Und dann gibt man ja auch noch Rabatt, damit die Leute, ne? Also noch einmal. Wenn ihr, sagen wir mal, 100 Kopien macht, müsstet ihr an sich 20 Euro zahlen. So. Und da habe ich gesagt, nee, komm, das ist ja eh Flugcharakter, das schmeißt man ja weg. Und so habe ich die Preise immer gesenkt. Also bei 100 zahlt er dann statt 20 Euro nur 12 Euro. 90, weil ne? So prozentual könnt ihr es ausrechnen. Statt 20 Euro zahlt er also 7,50 Euro weniger. Kriegt er also 7,50 Euro von mir sozusagen noch da drauf. Und dann kommt so ein Spruch, das ist aber teuer. Ich finde es hochgradig interessant. Eine Kopie kostet 20 Cent. Davon bleibt mir 1 Cent, weil der Rest kriegen die anderen.
Und ich habe noch nie in meinem Leben, weil ich ja Rennfahrer und Autos, daher komme ich nochmal, ich habe also immer Hammerteile um mich herum gehabt, die also wirklich gesoffen haben. Die Autos haben gesoffen, 10 bis 20 Liter, weil ich auch einen Gasfuß und die Geschwindigkeit geliebt und war halt so. Also ein Auto in der Mitte T teuer. So, und da habe ich nie was gesagt. Nee, weil ich einfach wusste, dass der Tankwart und der Monteur viel Geld leisten müssen, viel Zeit leisten müssen, um den Wagen in Schwung zu halten. Und ich habe bezahlt. Ich habe nie gesagt, ihr seid zu teuer. Danach habe ich natürlich gemerkt, wenn einige überkandidelt, ne, da plötzlich in der Welt des Euros da anfingen, anstatt 1500 D-Mark wollten sie plötzlich 3500 Euro für dieselbe Leistung. Bin ja nicht blöd. Nee, sag ich, komm, Kolbenfresser, bla bla bla. Dinges kam vorher 600 Mark, neuer Motorblock 800 Mark. Ne? Du kannst jetzt nicht plötzlich 4000 Euro haben wollen. Also 8000 Mark sehe ich nicht ein. Ja, du darfst nicht, doch, ich sehe die Relation zu dem, was wir, ist doch egal. Buchsenknöpfe. Okay, ich habe mich gefreut. Ich habe heute mal einen rausgehauen über Corona, mal drüber nachgedacht, weil ich wollte euch einfach nur zeigen, dass ich euch wirklich sehe, dass ich euch wirklich zuhöre und das Spektrum mega reich, normal, unnormal und die Jugend, die sich fragt, ab 12 soll ich mich pieksen lassen oder nicht. Versteht, was ich meine? Herzlich willkommen im Juni 2021. Juni, der warm ist, der wirklich warm wird und ihr euch freuen könnt. Und ich hoffe, wenn ihr Ferien habt im Juni, denn ihr werdet auch Ferien haben, dass ihr ins Schwimmbad könnt und in den Garten könnt und in den, keine Ahnung, ans Meer oder macht Urlaub oder macht. Und ich hoffe, ihr macht und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir erleben uns dann irgendwann wieder. Mit so einem Hammerteil, mit dieser Textur und mit dieser Art, die ich jetzt auf den Weg gebracht, weil ich ja ganz andere Filme machen möchte. Das habe ich auch zigmal erklärt. Und für mich war das jetzt heute mal so ein Abschluss, so ein richtiger Abschluss. Ich weiß gar nicht, wie lange das geworden ist. Ist mir egal, ob das 6 Stunden, 7 Stunden oder 30, 40 Minuten. Okay, wenn ihr versteht, was ich meine. Herzlichen Dank, dass ihr super tolle Auszubildende wart. Herzlich willkommen als Arbeitnehmer und ich hoffe, ihr bleibt noch ein Stückchen und ihr bringt euren Obolus und ihr seid zufrieden und wir können immer noch eine Art Kollektiv darstellen. Und ja, bin erfreut. Bin wirklich erfreut. Es hat, wie ich das gestern da gesehen habe, da diese strahlenden Gesichter. Ich meine, ich habe es wirklich gegönnt. Ich habe ja gesehen, wie die gearbeitet haben. Ich habe ja gesehen, wie die gelernt haben. Ja? Wie sie sich zusammen wirklich gelernt haben. Ja? Und das hat wirklich funktioniert, ja. Das war so eine Art Symbiose. Klasse. Ich bedanke mich total recht herzlich, dass ihr die Prüfung geschafft habt. Ihr wisst, wen ich meine. Okay. Egal, wann du das gesehen hast oder wann ihr das gesehen habt. Und die anderen sollen einfach mal drüber nachdenken, wie sie reagieren würden, wenn sie Chef sind oder wenn sie Arbeitgeber sind oder wenn sie HDV oder Hartz IV oder Querdenken oder Politiker. Ja. Wir sind immer drei. Du gibst, du nimmst oder sagst, okay, geben, nehmen, okay, macht was.